Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwoch, wir haben den 13. Jänner, 17.41 Uhr, das ist der Mittwoch DAX, also die etwas aggressivere Variante. Vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag, damit fange ich immer an. Und der ist bei mir immer noch ganz leicht negativ. Ich hole den mal näher ran. Und zwar, wir sind über das MACD negativ, hoch, tief, tief und nochmal ein Tiefen von heute. Das ist so kaum dreht nach unten. Aber es ist kein besonders aussagekräftiges Niveau. Das sowas hier ist dann schon mehr oder so, wenn das so sinusartig nach oben oder unten geht. Das ist ein relativ neutrales Niveau. Hängt damit zusammen, dass die exponentiell gleitenden Durchschnitte hier oben schlicht und ergreifend zusammengelaufen sind. Die Stochastik ist negativ. Es ist immer noch ein Verkaufssignal. Aber seit Ende Dezember hatten wir hier einen Fuhler. Und hier ein Fuhler, ich weiß es noch nicht. Mir fehlen eben auch hier so die langgezogenen Bewegungen. Das fehlt mir hier, dass man wieder richtig sich klettet. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen, ich nehme es zur Kenntnis. Allein mir reicht es noch nicht. Ich warte immer noch auf den 20. Dezember, Entschuldigung, auf den 20. Januar, auf diese Inauguration von Herrn Biden. Und dann mal gucken, was dann passiert. Von den Bändern her, völlig in Ordnung, da ist nichts zu wollen. Wir handeln, das ist auffallend, den dritten Tag hintereinander an der 10-Tage-Linie. Die liegt so bei 13.958, grob. Da sind wir nicht drunter. Ein Schlusskurs hier drunter würde automatisch ein Absacken bis zur 20-Tage-Linie führen. Und da sind wir bei 13.669. Von hier aus gesehen sind die Unterstützung weit weg. Es ist halt hier dieser ganze Bereich um die 13.000. Vorher nicht. Deswegen gucken wir mal über die 4 Stunden, ob wir da was sehen. Und da werde ich auf jeden Fall fündig werden. Das ist jetzt die 4 Stunden. Rein vom Chart her kann ich diesen Punkt hier schon mal reinlegen. Den hier. Das sind die 13.800. Nie auf 10 Punkte genau schauen. Das kann ich als erstes machen. Wir handeln den zwischen 10 und 20er gleitenden Durchschnitt. Da ist nichts zu wollen. Das ist eine langgezogene Seitwärtsbewegung. Fürs Daytrading akzeptabel, für Endanleger nichts. 200er gleitende Durchschnitt ist weit weg, interessiert mich nicht. Hier wird er positiv über das MACD. Und die Stochastik von 0 bis 100 ist quasi in der Mitte, 63. Das ist nicht besonders aussagekräftig. Von hier kann ich also jetzt vom 4-Stunden-Chart kann ich eigentlich nur diesen Punkt und den hier nach oben reinnehmen, das ist das All-Time-High. Bisschen höher, zack. Diese beiden Punkte kann ich jetzt mitnehmen. Und hier nenne ich jetzt gleich schon mal, wenn ich schon dabei bin, einen Call. Wenn ich nehme den mal hier raus, so, da ist er. 13.724,60 im Moment, das wird sich ändern. Das ist momentan ein Schein mit einer 62er Hebel und der die Kennnummer Gustav Paula 9. Karl 73, GP9K73. Der Hintergrund, warum ich den wähle, ist der, wir können durchaus hier nochmal, das ist ja eine relativ enge Range, auf die 13.800 aufsetzen. Soweit ist das alles noch in Ordnung. Aber anschauend darf man sich das nur bis 13.750 und dann muss man stoppen. Da muss er raus sein. Jetzt hat er sich hier ein bisschen verschluckt, da ist er wieder, da. Da muss er raus sein. Also deswegen gebe ich ein, der ist 75 Punkte drunter, um dem ein bisschen Luft zum Atmen zu lassen, weil es kann auch mal sein, dass es hier schnelle 20 Punkte nach unten gibt, aber bitte keine 50, dann muss er raus. Kaufen tue ich den Freund auch, und zwar, das sage ich gleich in der Stunde, wo der ist. Beim Put kann ich gleich noch ein bisschen warten, den kann ich euch gleich zeigen, aber gehen wir mal auf die Stunde. Hier ist die Linie, ich passe mal ein bisschen an. Kaufen würde ich diesen eben angesprochenen Call erst dann, wir haben hier so ein Dreigestirn bei 14.000, wenn der DAX die 14.025 per Stundenkerze überbietet. Vorher nicht. Vorher nicht. Das ist, der kann dann immer nur mal wieder hier hoch und dann runter gehen. Also das muss schon eine Stundenkerze sein, die mindestens 25 Punkte über dem letzten Hoch ist. Also über oder bei 14.025. Vorher mache ich das nicht. Im Moment ist Geduld gefragt. So, jetzt schauen wir mal nach dem Put. Und da kann ich gleich den hier nehmen. Der hat einen 50er Hebel. Das sind 14.221er. Der hat die Kennnummer Gustav Dora 4 Nordpol Emil Nordpol GD4NEN. 14.221, da sind wir hier oben. Aber den Freund, den kaufe ich erst dann,
Wenn wir hier drunter gehen, unter die 13.000, ich sag mal 750, dann nehme ich den rein. Und ich muss mich aber dann stoppen, auch 50 Punkte über dem, wo es mit Fadenkreuz, über dem letzten Hoch. Und das war 14.136. Also sagen wir mal, 14.186 muss ich mich stoppen, um nicht das Aufgeld noch zu verlieren. So sieht es bei mir aus. Ich glaube, der ist hier völlig neutral, mittendrin. Wie gesagt, das ist ein 50er Hebel, das ist ein 60er Hebel. Jetzt, heute hier und jetzt muss ich gar nichts machen, das wird Zockerei. Ich versuche möglichst das Risiko rauszunehmen. Nach oben scheint mir das Risiko kleiner zu sein, wenn wir über die 14.025 gehen, aber wir sollten auf gar keinen Fall die 13.750 brechen. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.